Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Mass Effect 2. Wir sind wieder auf der Normandy. Und wir haben mal dezente Hinweise, wo was hingeht. Was ist das? Edi. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Kampfinformationszentrum. Hier erhält die Crew die Daten der Sensoren und koordiniert die Gefechtsstation und die Maßnahmen bei Beschädigungen. Die Normandy wird zwar von der Brücke aus gesteuert, aber während des Kampfes ist der Befehlsstand des leitenden Offiziers das KIZ. Okay. Privater Terminal. Ach ja, ich glaube, das hatten wir mal, ne? Oder was? Neue Nachrichten lesen. Archivierte Nachrichten. Wir haben aber keine... Oh! Nachricht von Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf die Zitadelle zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Ja, dann würde ich sagen, schalten Sie 15 neue... dann wollen... Oh, das hat sich auch nicht geändert. Jetzt geht das wieder... Oh, sieht ein bisschen besser. Wie witzig, wir können die Normen die steuern. Wie geil ist das denn? Archangel rekrutieren, den Professor rekrutieren. Ich möchte aber... Was ist denn, wenn wir... Müssen wir jetzt uns auch für Treibstoff sorgen? Hier ist... Die Zitadelle. Ich möchte ja als... Dadurch, dass wir die Nachricht bekommen haben von Anderson, möchte ich jetzt erstmal so Altbekannte wieder bequatschen. Ich finde es irgendwie cool, dass die Massenportale da sind. Codex. Vermutlich von den längst ausgestorbenen Proteanern erbaut, dient diese gewaltige Raumstation als Hauptstadt des Zitadellrats. Aber sind die nicht von den... So, sorry für die kurze Unterbrechung. Einmal, ich muss noch einmal mein Kabel richten. Ich habe ja mittlerweile so eine Kabeltechnik. Proteane. Aber was ich gerade andeuten wollte, wurde das nicht von den Reapern letztendlich erbaut, weil das doch so eine Station von den Reapern ist und die Proteaner das einfach nur übernommen haben? Oder irre ich mich da gerade? Das ist jetzt das, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist, aber naja. Die Gravitation wird durch die Rotation simuliert und beträgt angenehme 1,02 Standard G in den Bezirken und luxuriöse 0,3 Standard G bei den Präsidiumsringen. Gesamtlänge geöffnet 44,7 Kilometer, Durchmesser geöffnet 12,8 Kilometer, Bevölkerung 13,2 Millionen ohne Keeper, Bruttogewicht 7,11 Milliarden Tonnen. 7,11 Milliarden Tonnen, das ist gewaltig viel. Was für eine lange Sequenz auch einfach hier ist, wenn wir mal... Ich hoffe, das ist nicht jetzt jedes Mal so, wenn wir an der Zitadelle andocken. Ich hoffe, die ist noch gleich aufgebaut. Aber das irritiert mich jetzt wirklich. Ist die Zitadelle von den Proteanern oder von den Reapern? Weil letztendlich konnte die Sovereign ja an der Zitadelle andocken. Deswegen muss es ja eigentlich von den Reapern gewesen sein. Die Proteaner bauen ja nicht so, oh, wie so eine Station mit dem Gedanken, oh, da gibt es bestimmt irgend so eine komische Maschinenrassengeneration, die sich dann perfekt bei uns an der Zitadelle hier andocken kann. Ja, wir können ja nur... Was sind das hier für... Ja, wir haben ja keine anderen. Ach, wir haben... Oh, wir haben neue Punkte. Oh, wir können den Warp jetzt lernen oder den Verteidiger lernen. Was ist Warp? Masseneffekt fügt feindlichen Zielen Schaden zu. Schaden zu und blockiert die Gesundheitsregeneration. Lässt außerdem alle Ziele... detonieren, was weiteren Schaden verursacht. Oh. Ja, das machen wir direkt auf... Ach komm, machen wir direkt auf 2 und fertig. So viele Skills haben wir gar nicht so wie beim letzten Mal, habe ich den Eindruck.
Jacob ziehen. Was ist das hier? Jacobs paramilitärische Ausbildung verbessert seine Effektivität im Kampf. Ja, das können wir dann einmal. Mehr Gesundheit und Brandmunition. Oder ziehen. Ja, wir machen das ziehen mal. Jetzt hat er nur noch einen Punkt in Miranda. Schmettern. Schmettern kann sie nicht. Überlastung. Massive Energiestöße setzen Schilde und synetische Feinde außer Gefecht. Was ist hier? Gesundheit. Machen wir den zweiten Rang auch direkt mal. Und dann machen wir noch die Überlastung, weil Warp haben wir ja gerade schon gelernt. So, auswählen. Zurück. Denn wieso fliegen wir denn mit unserem Auto in der Zitadelle rum? Wir sind auch mal direkt mit der Normandie ausgestiegen. Hallo. Oh, wir haben eine Karte. Ach du Scheiße. Bitte die Karte wieder. Oh mein Gott. Was? Das kommt mir alles gar nicht bekannt vor, Lagerhaus. Na gut. Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen sämtliche Bioverstärker ablegen. Was? Warum? Leider kann... Das Rekruten ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1-1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Es trifft mit der Gewalt einer 38-Kilotonnen-Bombe auf. Das ist dreimal so viel, wie auf Hiroshima abgeworfen wurde, damals auf der Erde. Das bedeutet, Sir Isaac Newton ist der tödlichste Bastard im ganzen Weltraum. Also, Soldat Burnside, wie lautet Newtons erstes Gesetz? Sir, ein Objekt in Bewegung bleibt auch in Bewegung, Sir. Für Teilantworten gibt's kein Lob, Sie Made. Sir, außer eine andere Kraft wirkt darauf ein, Sir. Geht doch! Ich nehme mal an, selbst ungebildete Esel wie Sie wissen, dass der Weltraum ziemlich leer ist. Sobald Sie diesen Metallhaufen abschießen, fliegt er so lange weiter, bis er irgendwas trifft. Das kann ein Schiff sein oder der Planet hinter dem Schiff. Oder er fliegt weiter in die Tiefen des Weltraums oder schlägt in 10.000 Jahren noch? Jemand anders. Moment mal eben, nee, ich weiß nicht, ob der Ton vielleicht zu laut ist. Ich meine, Dialoglautstärke mache ich ja immer sehr gerne hoch, weil schön. Wenn Sie hier abdrücken, versauen Sie garantiert jemanden den Tag. Irgendwo und irgendwann. Deshalb überprüfen Sie wieder und wieder Ihre Ziele. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Danke für Ihre Zeit. Der Nächste. Der Nächste. Können wir jetzt hier noch weiter zuhören? Das Rekruten. Oh nein, bitte nicht. 20 Kilo Eisenprojektil. Haben wir schon verstanden. Ist okay. Ist das Garrus? Sieht nur so aus wie Garrus. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden seit Ihrem letzten Aufenthalt offensichtlich verschärft. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Ma'am. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Ich war nur fast tot. Aber versuchen Sie mal, das auf Regierungsformularen zum Ankreuzen zu finden. Hey, wir müssen das für Sie in Ordnung bringen. Warum reden Sie nicht mit meinem Captain? Der steht direkt hinter den Scannern, auf der rechten Seite. Okay. Wo sind die Scanner? Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie nur fragen. Ich weiß, Sir. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt oder Sie Angst davor haben, gemeldet zu werden, kann ich mich darum kümmern. Nein, Ma'am. Ich werde schon damit fertig. Nein, Sir. Na, sie redet mit einem Typen. Ist, im Untertitel steht Nein, Sir, und sie sagt einfach Nein, Ma'am. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot.
Befürchten Sie nicht, dass ich eine Schwindlerin bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Was? Aber wie ich sehe, sind Sie eine vielbeschäftigte Frau. Ja. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Mit Formalitäten haben Sie es nicht so, was? Doch, absolut. Solange Sie niemanden davon abhalten, seine Arbeit zu machen. So, ich habe Ihnen soeben etwa 9 Tage Rennerei erspart. Dankeschön. In Anbetracht dessen sollten Sie nun im Präsidium bekannt geben, dass Sie noch am Leben sind. Der Rat will vermutlich mit der Person reden, die Ihre Ärsche gerettet hat. Wie kommt man am leichtesten von hier unten ins Präsidium? Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen des Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch. Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Der Hauptteil der Schäden durch den Angriff der Sovereign wurde anscheinend bereits repariert. Das Präsidium war ziemlich durchlöchert. Natürlich haben sie das als erstes instand gesetzt. Alle Bezirke wurden von Trümmern getroffen, als das Schiff explodiert ist. Die Schäden waren aber größtenteils nur oberflächlich und die Keeper haben alles recht flott wieder hingekriegt. Den Tesseri-Bezirk hat's am schlimmsten erwischt. Ein Riesenbrocken schlug in der Nähe der Delinaga-Konzerthalle ein. Da räumen sie heute noch Schutt weg und arbeiten an der Energieversorgung. Ich muss mit dem Rat sprechen. Wie komme ich von hier aufs Präsidium? Oh, das hatten wir ja schon. Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Erzählen Sie mir von diesem Ort. Alle Bezirke sind mehr oder weniger multikulturell. Aber die anderen 4 werden von Asari, Torianern oder Salarianern dominiert. In Sakera gibt es größere Enklaven von Volos, Elkor und Hanar. Und in Shin Akiba gibt es eine Handelszone der Menschen. Na dann. Es laufen auch ein paar Kroganer rum. Und neulich habe ich sogar einen Quarianer gesehen. Oh. Ich habe Ihr Gespräch gehört. Ein bisschen zum Schreien bringen? Wir sind hier nicht auf dem Präsidium. Die müssen sich nur Sorgen um Demonstranten außerhalb der Zonen zur freien Meinungsäußerung machen und um Pudel, die auf ihren Rasen kacken. Hier unten gibt es Drogen, organisiertes Verbrechen und Mord. Streifendienst in einem Bezirk, das ist wie Streifendienst in New York City. Manchmal muss man eben das Regelbuch des Rats vergessen. Ja dann. Bei meinem letzten Besuch hatte C-Sicherheit noch keine Menschen als Captains. C-Sicherheit hat große Verluste erlitten, als die GEF das Präsidium gestürmt haben. Die Spezialeingreiftruppe hat's besonders schwer erwischt. Ab da wurden Bewerbungen von Menschen nicht mehr einfach abgelehnt. Sie brauchten Nachschub für die Uniform und wir hatten die meiste Erfahrung. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Jo. Ach, das ist alles wieder so kompliziert. Verhörzimmer, Zutritt verweigert. Das ist ja traurig. Hallo. Die sehen alle aus wie Garros. Alle. Nachrichten lauschen. Lauschen? Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily. Die gibt's auch noch. Okay. Von Seiten der Willkommen Hallo. Zurück, Shepard. Ihr letzter Besuch auf der Citadel war vor 2 Jahren, 3 Monaten und 17 Tagen. Schön zu Das wissen. Ist das Transportzentrum des Sakera-Bezirks. Was macht der Torianer da? Hinter der Sicherheitsabsperrung der C-Sicherheit gibt es öffentliche Shuttles und Einkaufsmöglichkeiten. Ich habe das Gefühl, ich stehe jemanden im Weg. Guckt euch das an, er rennt die ganze Zeit so ein Slow-Mo gegen mich. Was ist das denn? Es scheint viel mehr Officer von C-Sicherheit zu geben als bei meinem letzten Besuch. Nach dem Geth-Angriff vor 2 Jahren wurde zum Schutz der Bevölkerung zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Es gibt jetzt mehr Patrouillen der C-Sicherheit und außerdem Einschränkungen, was das Tragen von Waffen betrifft. Er schafft es. Er hat es geschafft, an mir vorbeizulaufen. Congratulations. Gibt es jetzt weniger Kriminalität? Gewaltverbrechen sind um 23% zurückgegangen. Diebstähle um 41%. Die Aufklärungsquote ist um 16% gestiegen. Nicht schlecht. Ich muss mit dem Rat sprechen. Wie komme ich von hier aufs Präsidium?
Öffentliche Shuttles sind auf der anderen Seite der Sicherheitsabsperrungen durch C-Sicherheit verfügbar. Es sieht so aus, als habe sich die Citadel von dem Angriff der Sovereign erholt. Die Reparaturen infolge des Geth-Angriffs sind noch nicht abgeschlossen. Im Tayseri-Bezirk gibt es noch erhebliche Schäden. Geth? Die Sovereign hat den Angriff geführt. Ein Reaper. Mir liegen keine Informationen über einen Reaper vor. Es gibt allerdings Hinweise auf den Begriff in einigen populärhistorischen Theorien über das zyklische Aussterben in der Galaxie. Sie haben Informationen über die Reaper unterdrückt. Es ist viel einfacher, die Geth zu beschuldigen, einen bekannten Feind. Tja, anscheinend. Welche Geschäfte gibt es auf dieser Ebene? Es gibt auf dieser Ebene nur ein Geschäft. Citadel Souvenirs bietet lizenzierte Erinnerungen an ihren Besuch. Die Raumschiffmodelle sind weithin bekannt. Oh, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Evina entschieden haben. Hä? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Es gibt doch nur Evina hier, oder nicht? Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakira-Bezirk geben. Hier gibt es die besten Lebensmittel auf der ganzen Citadel. Enthüllung ist ein beliebter militärhistorischer Roman des Menschenautors Drew Capuchin, der die menschlichen Konflikte und politische Expansion nach der Entdeckung des proteanischen Massenportals auf Pluto im Jahr 2148 sowie den Beginn der Erforschung der Galaxie durch die Menschen zum Inhalt hat. War Ascension nicht von dem Menschenautor, beschäftigt sich mit mehreren Personen, deren Leben durch die Machenschaften des Servus-Kultes für das Überleben. Aha. Ja. Nee. Wahrscheinlich sind da wirklich extrem viele Infos drin, aber ich habe jetzt keine Lust, mir das durchzulesen. Werbung! Oh, Werbung gerne. Shepard, haben Sie vor, Ihre Ausbildung fortzusetzen? Willst du mich verarschen? Es ist eine Sache, wenn man weiß, wie eine Schusswaffe abgefeuert wird. Aber sind Sie ausbildungstechnisch darauf vorbereitet, heutige Hightech-Netzwerk-Infrastrukturen anzulegen und zu betreuen? Nein, aber ich habe meine Leute dafür. Finde ich übrigens auch ein bisschen gruselig, wenn die Werbung wirklich so weit ist, dass wenn du daher gehst. Was ist hier? Ach, das ist eine Warning. Es ist ein bisschen gruselig zu wissen. Neues Mitglied anfordern ist auch. Präsidium? Muss ich ins Präsidium? Naja, das ist immerhin die Botschaft der Menschen. Dieses Treffen wäre produktiver, wenn Odina sich anschließen würde. Mein Berater ist nicht verfügbar. Als Ratsherr bin ich die Stimme der Menschheit und der Allianz. Shepard wird in Kürze... Oh, Commander, wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Es ist lange her, Anderson. Ich hoffe, die vergangenen Jahre waren gut zu Ihnen. Es gab ein paar Stolpersteine. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben viele Gerüchte über Ihre unerwartete Rückkehr gehört. Einige davon sind beunruhigend. Wir haben dieses Treffen einberufen, damit Sie Ihre Vorgehensweise erklären können, Shepard. Das sind wir Ihnen schuldig. Schließlich haben Sie bei der Schlacht gegen Saren und seine Geth unser Leben gerettet. Die drehen ja alles um, die sagen gar nicht, ne? Die Geth des Sovereign. Die Geths gehörten ja nicht zu Saren, Saren gehörte auch zu Sovereign. Saren hat die Geth nicht befehligt. Es war der Reaper, die Sovereign. Ja, natürlich, die Reaper. Jene unsterbliche Spezies intelligenter Raumschiffe, die angeblich in den Tiefen des Raums lauert. Wir haben diesen Ansatz zurückgewiesen. Shepard, außer Ihnen hat niemand das Hologramm auf Ilos gesehen, das Ihnen die Wahrheit über die Reaper verraten hat. Nur Sie und Ihre Crew haben jemals mit der Sovereign gesprochen. Ich glaube Ihnen... Aber ohne Beweise aus anderen Quellen werden die anderen weiterhin denken, dass Saren hinter den Angriffen der Geth gesteckt hat. Ich habe ein kleines Déjà-vu tatsächlich, weil am Anfang hat mir auch niemand geglaubt, dass Saren scheiße ist. Und jetzt glaubt mir keiner, dass Saren, beziehungsweise dass die Reaper scheiße sind und dass es die gibt. So, die Diskussion hier, die wir hier gerade führen, führen wir in der nächsten Folge weiter, weil das wird sich eh ausatmen. Ich hatte die letzte Folge, war ja schon eine 28-Minuten-Folge. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.